Hallo und seid mir ganz, ganz herzlich willkommen zur Folge Nummer 3 von True Fear Forsaken Souls, Episode Nummer 2. In der letzten Folge waren wir noch einigermaßen erfolgreich. Am Ende dann haben wir zwar das Hint-Mädchen da unten benutzen müssen, damit wir diesen Vierteldollar gefunden haben. Jetzt aber haben wir diesen Besen endlich oder diese Bürste und können nun zurückkehren zu der Stelle, an der diese Zange ist. Und genau da gehen wir jetzt auch hin. Tadam, hüpf, sehr schön, wunderbar, Bürste, also gut, dann erstmal anklicken und jetzt bitte mit der Bürste arbeiten. Nimm und bewege die Bürste, um den Schnee wegzufegen. Steckt gut fest, ja, also gut, dann machen wir das mal. Schraubenschlüssel. Oh, da scheint aber noch was anderes zu sein. Ich glaube nicht, dass wir das weg... Uahaha. Seht ihr das? Wir haben Gesicht freigelegt, Leute. Ich glaube, dass ich hier mal ein bisschen mehr bürste. Oh. Oh. Ist das ein Gesicht im Eis? Ich glaube nicht, dass ich das Ding jetzt rauskriege hier. Tja. Oder sollte ich nur dieses Gesicht sehen? Habe ich noch ein Feuerzeug? Scheint nicht zu funktionieren. Okay. Schal? Wohl eher auch nicht. Klebeband? Bin mir gespannt, wofür wir das brauchen. Egal, wir kehren zurück zum Auto und holen uns jetzt die Sicherungen. Das sollte ja jetzt endlich mit dem Drahtschneider endlich funktionieren, na Gott sei Dank. Und Sicherungen nehmen. Perfekt, den Draht kann ich leider nicht mitnehmen, also lassen wir das. Und hier mit dem Drahtschneider wird das nicht gehen. Mit der Bürste auch nicht. Guck mal, die Bürste haben wir noch. Da wird ja wohl noch irgendwas mit der Bürste zu tun sein. Egal, wir kehren jetzt zurück. Oh, da ist noch mehr zu tun. Was ist hier noch? Was kann ich hier noch tun? Mit dem Feuerzeug kann ich nichts werden. Mit dem Dolch? Bricht das Eis vorsichtig mit dem Dolch auf? Ja, oh Gott, ich will das gar nicht machen. Oh, das ist eine Maske. Komm her, komm. Ach du Scheiße. Vorhin wolltest du den Dolch nicht benutzen? Weil es gefährlich werden, weil er brechen könnte. Oh, nur eine Maske. Maske. So, dich nehmen wir jetzt auch. Komm schon. Was zum Teufel? Ah! Von wegen bloß eine Maske. Ach, Scheinkleister echt. Meine Güte, aber auch. So, jetzt kehren wir zurück und setzen die Sicherungen ein. Hier kann ich immer noch was tun. Nur was denn? Was ist hier noch zu tun? Ja, ich weiß, was zu tun ist. Wir haben ja jetzt den Schraubenschlüssel. Also dann nehmen wir die Batterie mit. Okay. Die brauchen wir wohl, damit wir Strom kriegen fürs Tor, oder? Vermute ich zumindest mal. Egal, wir reisen ganz schnell jetzt hierhin und setzen erstmal Sicherungen. Setze die richtigen Sicherungen in den richtigen Stellen. Blau 1. Also ich denke mal, dass du blau heißt. Nee. Warte. Also gut. Babam. Hallo? Yellow 4. Kann ich da noch klicken? Hallo? Rot 4. Grün 4. Hm. Setze die richtigen... Ja, ja. Machen wir doch.
Also gut. Sind das alle? Ja, Verflixung. Ja, also gut, dann gehen wir es jetzt systematisch durch und gucken, welche es ist. Scheinen mir aber allesamt nicht die richtigen zu sein. Hallo? Kann ich denn da nicht scrollen? Wieso? Ja, das ist mal merkwürdig. Die Frau Hawk, die blickt es mal wieder nicht. Ach, Scheiße. Natürlich. Okay, alles klar. Okay, jetzt. Also. Yellow 1. Yellow 3. Ja, mein Gott, wenn es mal wieder länger dauert. Das war wirklich. Meine Güte. Das sollte jetzt hinhauen. Ja, mein Gott, aber auch. Perfekto, geschafft. Klasse. Sieht funktionsfähig aus. Daumen drücken. Dann kehren wir jetzt zurück hierher und versuchen jetzt endlich mal. Es bewegt sich nicht, fühlt sich verschlossen an. Um ehrlich zu sein, ich hatte nicht erwartet, dass die Lichter an sind. So, was ist denn jetzt zu tun? Mir scheint hier, als würde ich gerade hier ständig irgendwas übersehen. Tja, der Code ist mir immer noch ein Rätsel. Zu was brauche ich denn die Autobatterie? Auch mal eine gute Frage. Komm, wir lassen uns einen Hinweis geben. Also dann gehen wir raus. Hier rein. Auf keinen Fall das Licht. Da steht Türsteuerung. Ja, dann mach's doch. Ich frage mich auch, welches Tor? Ist es das Tor vorne? Ich meine, das ist ja eigentlich schon auf. Spannend. Ich komme vor lauter Rätseln so gar nicht so recht zu der Geschichte. Fakt ist, dass da alle tot sind. Habe ich noch diesen Gummihandschuh? Ja, meiner Meinung nach sind diese Schalter allerdings aktiviert. Elektrische Schlüsselanhänger. Ich bin ein bisschen. Ich hänge mal wieder. Ach was? Fragen wir noch mal unser Mädchen. Die sagt, ich muss hier rein. Da steht Torsteuerung. Ich muss diesen Schalter aktivieren, wenn ich. Aber wie mache ich denn das jetzt, Leute? Mit der Autobatterie? Nee. Oh Gott. Ah, siehst du, das ist genau. Den Kondensator braucht man noch. Und hier braucht man noch einen Schalter. Tasse. Ah, Kondensator. Perfekt. Also, nee, Transistor. Okay, Transistor ist ja recht. Kann ich das jetzt anmachen? Und was sehe ich da? Jetzt gehen alle. Jetzt gehen alle an. Uah. Gott, sehen wir jetzt, was da passiert ist. Oh, da ist sie. Der merkt gar nichts.
Oh Mann. Okay. Backup ready. Press play. Boah, du Jesus. Da ist mal wieder irgendwas kaputt. Kaputti. Ich denke mal, dass wir hier das Isolierband brauchen. Okay, press play. Dann gucken wir mal. Ich weiß gar nicht, ob ich sehen will. Oh, guck mal, da sind Zahlen. 169. Das schreibe ich mir jetzt mal auf. 169. Okay. Näher ran. Das ist wahrscheinlich ein Code. Ich bezweifle, dass ich den kaputten Monitor reparieren kann, aber ich sollte unbedingt den schmutzigen reinigen. Also bürsten wir das mal weg mit dem Schal. 16 1659. Eine Zahl muss ich erraten. Okay. Gut. Da rein. Da war das hier. Eins, sechs. Fünf. Ich weiß gar nicht, ob ich das aufmachen will. Neun. Die 0 ist es nicht. Die 1 ist es auch nicht. Komm schon. Irgendwann muss es doch klapp machen. Abgeschlossen. Immer noch abgeschlossen. Immer noch abgeschlossen. Also gut, dann nochmal zurück, Leute. Hab ich Dofi. 1, 6, 5. Das ist doch eine 1, oder? Oder ist es eine 7? Hm. 1, 6, 5. Ich denke, dass es eine 1 ist. 1, 6, 5, Fragezeichen 9. Komm schon. Komm schon. Null ist es nicht. Eins ist es nicht. Zwei ist es nicht. Nachher versuchen wir es hier einfach mit der 7 vorne. Tja. Abgeschlossen, abgeschlossen, abgeschlossen. Gut, dann versuchen wir es hier mit einer 7. Also klar ersichtlich war das für mich nicht. Oder es ist ein anderes Schloss, das wir damit aufmachen können. Abgeschlossen. Och, Mini, hey. Aber das ist schon dieses Schloss hier. Gib die Kombination ein.
komisch. Hilf mir, Mädchen. Oh, okay, alles klar. Das war jetzt beschissen, aber ist egal. Das war eine gänzlich andere Nummer als die, die ich gedacht habe. Blut. Es ist Blut. Die Broschüre sieht aus, als wäre sie gerade hier platziert worden. Das Blut ist immer noch klebrig. Oh, ist das schrecklich. Was haben wir hier jetzt? Ein Emblem. Und noch einen Schlüssel. Fühlt sich verschlossen an. Torschlüssel. Sieht aus wie ein Schlüsselloch. Also dann los jetzt. Na also siehste, geht doch. Und nu! Jetzt geht irgendein Gate auf. Check Power. Muss ein Problem mit der Stromzufuhr geben. Da haben wir ja die Autobatterie. Die Frage ist, wo kommt die hin? Die Autobatterie, denke ich, müsste irgendwo hier hin. Frage mich, warum diese Tür hier ist. Ach Gott, das ist ja alles kaputt. Okay. Oh, Ersatzbatterie, her damit. Oh nee, warte mal. Wieder zumachen und anmachen. Was ist hier jetzt zu tun? Hochspannung. Also her mit dem Handschuh. Elektrohandschuh. Eieiei. Verbinde die Batterieeinheiten in der richtigen Reihenfolge. Toll, gib mir einen Hinweis. Respektiere die richtige Reihenfolge. Ich werde es versuchen. Tja. Schluck Kaffee trinken. Verbinde die in der richtigen Reihenfolge. Das war jetzt nicht richtig. Auch nicht. Das sah gut aus. Das sah jetzt mal gut aus. Und ich glaube, wenn ich das jetzt falsch mache, springt das mit Sicherheit gleich wieder zurück. Ja, siehst du? Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Na, dann machen wir es von oben runter. Eins, zwei. Solange ich keinen Schlag krieg. Alles gut. Jetzt versuchen wir den. Okay, 1, 2, 3, 4. Auch nicht. 1, 2, 3. Okay. So, kurze Zigarette anmachen. Ich meine, das ist jetzt nichts fürs Hirn. Aber ich frage mich ja, ich habe da diese Zahlen abgeschrieben und der Code war dann gänzlich anders. Also, irritierend. Welches nehmen wir dann als nächstes? Na, guck an. Dann muss es das nächste hier sein, weil hier steht 7. Oder das hier. War ja klar. 1, 2, 3. 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, tja, da steht zwar 7, aber irgendwie, nehmen wir jetzt, ja, 1, 2, verdiene ich aber auch,
3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, du jetzt? Nein, 1, 2, 3, 4, 5, also dann 6, 7, 8, okay, geschafft. Okay, lass uns den Hebel nochmal ziehen. Also dann zurück. Und jetzt endlich können wir hier dieses Gate aufmachen, welches Gate auch immer gemeint ist. Hebel ziehen. Yes, jetzt aber. Okay, und was passiert jetzt? Spannung. Dieses Gate hier. Wow, okay. So, und jetzt sind wir nicht mehr nur in den Büroräumen, jetzt sind wir drin in der Anstalt. Ja, danke. Eieiei. Nee, nicht wieder einstellen. Oh. Sperrt die uns ein? Scheibenkleister. Szene 1. Huh, okay. Jetzt sind wir wirklich in dieser Irrenanstalt und nicht nur in den Büros und Wachräumen. Gut, dann gucken wir uns hier erstmal um, was wir so angucken können. Eine Wildblume, ein bisschen Leben und Farbe an diesem kalten, toten Ort. Ich frage mich, was mit dieser Statue passiert ist. Und ist es mit Benzinkanister so daneben? Selbst wenn die Steine nicht mit Eis bedeckt wären, wären sie zu rutschig. Vielleicht, wenn ich ein Brett über sie lege. Brett. Ich komme ja jetzt nicht mehr zurück. Gucken wir mal, ob wir irgendwo ein Brett finden. Eieieiei. Hier liegt allerlei Zeug rum. Der Pfosten scheint buchstäblich an den Faden zu hängen, befestigt an einem bröckelnden Betonbrocken. Was können wir hier machen? Was haben wir denn da jetzt? Eine leere Kühlflasche. Okay. Brett habe ich keins, ne? Nein, Brett habe ich keins. Aber jetzt habe ich ein Brett. Oder ein Spiegel, oder was? Oh. Die Tür öffnet sich nicht weiter. Ich muss den Wagen verrücken. Ja, dann schieb ihn doch weg. Das Rad fehlt. Aha. Shit happens. Okay. Wir gucken uns mal weiter um. Trümmer aus Block A. Vielleicht gibt es dort etwas Interessantes, aber ich brauche ein Werkzeug, um herumzustochern. Okay. Christopher Bate oder so ähnlich. Ah, Christopher Smith, Charles Lodis und Kyle irgendwas vor Block A vor dem Brand. Früher gab es mehr Ausschnitte, nehme ich an. Sie haben gerade ein Denkmal für das Feuer fertiggestellt, als das Massaker stattfand. Nur ein makabrer Zufall. Eine Liste der Opfer. Nichts über Dahlia. Man würde doch meinen, dass ein totes Kind auf den Titelseiten stünde. Direktorin Jessica Sachs wird seit dem Feuer vermisst. Direktorin? Sie sieht eher wie eine Krankenschwester aus. Scheint aber nett zu sein. Gut, dann nehmen wir mal diesen Spachtel. Komme ich jetzt eigentlich theoretisch noch in die anderen Gebiete zurück? Ja, tatsächlich. Nee, die sind ausgeblendet. Okay. Gut, und wir haben allerlei Möglichkeit für oh, eine Rabe. Und weg ist er. War ja klar. Komm, lass fallen. Komm schon. Da steckt was Metallenes fest.
Da ist etwas auf dem Dach des Bauwagens. Eine Kreissäge. Jetzt nehmen wir erstmal das Glas mit. Da ist irgendein Schlüssel. Früher gab es hier noch etwas anderes. Ich glaube, es nennt sich Spannschraube. Okay. Scharf. Kann ich das mit dem Messer durchschneiden, wenn ich das Messer dennoch habe? Nein. Drahtschneider? Auch nicht. Scharf. Okay. Was? Muss was von Block A sein? Ah, das ist diese Spannschraube. Drahtschneider? Nein. Ich sollte was anderes versuchen. Messer? Nein. Habe ich noch eine Zange? Schraubenschlüssel? Geht auch nicht. Der Spachtel sicherlich auch nicht. Das hier auch nicht. Warte mal. Ich wette, dass, wenn der Draht nachgibt, der Pfosten direkt auf den Wagen fallen würde. Also muss ich dieses Ding irgendwie lösen. Ein bröckelnder Betonblock? Nein. Emblem. Schon wieder ein bisschen verwirrt. Tja, kann ich mal diese Trümmer genauer angucken? Nein, kann ich nicht. Warte mal, was ist das noch? Ist da noch irgendwas? Okay. Gut, versuchen wir mal das Rad zu finden. Also, da steckt was Metallenes fest. Und damit ich da rankomme, muss ich diese Dinger lösen. Oder da reinkommen. Das heißt, ich brauche das Rad. Kann ich denn da lang gehen? Da kann ich auch lang gehen. Okay. Was haben wir hier? Hey. Schon wieder ein Schlüssel. Da unten drunter. Ich kann es berühren, aber nicht greifen. Rätsel über Rätsel. Eine Wildblume. Was haben wir hier? A Holy Stonehouse. Der Klang, der sich hinter mir schließt, Der Klang des sich hinter mir schließenden Tores war wie das Klingen der Realität. Ich hatte fast 2 Tage nicht geschlafen, hatte keinen Plan, hatte niemandem gesagt, wohin ich gehe. Selbst wenn ich es schaffe, den Zaun zu erklimmen und irgendwie den Stacheldraht zu vermeiden, was dann? Aber ich habe ein Foto gefunden. Dahlia und meine Mutter waren hier. Und wieder hinterlässt mir jemand Hinweise. Ist das real? Sammelfiguren. Okay, was bist du? Da steckt was im Eis mal wieder. Feuerzeug? Nein. Gut, Rätsel über Rätsel. Ich habe keine Zeit zum Hinsetzen. Den Schnee abzuwägen? Wir versuchen es trotzdem mal. Nein, hätte ja aber sein können. Eine Wildblume. Okay, hätte ja sein können, dass man die irgendwie... Schon wieder ein Schlüssel. Der Draht war fest angezogen. Ich kann hier nicht einfach... Es gibt hier doch ein Schloss. Drahtschneider? Nein. Was ist das hier? Ich denke, dass dieses Symbol für Psychologie oder die Psyche steht. Erinnert mich irgendwie an eine Mistgabel. Ja, oder aber an Poseidon. Ah, sie müssen die Statue während des Umbaus nach dem Brand abgedeckt haben. Sieht so aus, als wäre es schon eine Weile kaputt.
Okay. Wow, wir sind schon wieder bei einer halben Stunde. Kann ich da rein? Und da ist wieder ein Schloss, ein Zahlenschloss. Abgeschlossen. Ach was. Okay. Da komme ich also nicht rein. Das habe ich angeguckt. Vereist. Vorsichtig aufhacken könnte. Also dann, machen wir es wieder so. Was haben wir jetzt hier? Spannschraube. Ja, perfekt. Kann ich dich dazu benutzen? Nein, kann ich nicht. Aber ich weiß, wo ich dich benutzen kann, liebe Spannschraube. Also zurück. Da. Hier, Spannschraube. Komm schon. Scheint nicht zu funktionieren. Okay, dann hierher. Jo, sehr schön. Haken am Seil. Ich habe einen Haken am Seil. Das ist nicht cool? Haken am Seil. Keine Chance, dass der winzige Haken sich verfangen würde. Ich bin sicher, dass es sowieso einen einfachen Weg hoch gibt. Was haben wir denn hier noch? Wenn man bedenkt, dass Daniel ja vor ein paar Jahren an einem dieser Fenster gestanden hat, vielleicht in der Hoffnung, mich zu sehen. Ich sollte was anderes versuchen. Leeres Glas, da bin ich auch mal gespannt, zu was wir das brauchen. Problem. Gut, das tut alles nicht. Gut, ihr Lieben, aber ich denke, für heute machen wir sowieso Schluss, alldieweil wir nämlich schon wieder über eine halbe Stunde sind. Einstweilen bedanke ich mich erstmal ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen bei euch. Ach, guck mal, da waren wir noch gar nicht. Gut, das gucken wir uns in der nächsten Folge an. Ihr Lieben, ganz, ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend oder auch ein schönes Wochenende. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!